Hallo allerseits, heute ist bei mir Deutsche Glasfaser zu Gast und macht bei mir die Erdarbeiten für den Hausanschluss. Und das wird hier mit einer Erdrakete gemacht, die hier draußen am Carport schon im Einsatz ist und durch den Carport durchgeht. Und nur hier ein kleines Loch gemacht wurde, damit man sieht, wo die Erdrakete reinkommt. Und dann geht es hier nochmal ein Stück weiter bis zum Haus und im Haus wird dann durchgebohrt. Und die Erdrakete, wenn man mal sehen will, was das ist, haben wir hier. Das ist hier ein Presslufthammer oder eine Pressluftmaschine, die das Ganze vorantreibt und schaut sehr unspektakulär aus und ist hier im Endeffekt nichts anderes als ein Schlauch, den man hier noch sieht, der sich ganz langsam bewegt. Und mal schauen, ich muss mal lauter reden, damit man das noch hört. Man sieht hier, dass er sich ganz, ganz, ganz langsam bewegt und dann kommt er hier auf der anderen Seite, 5 Meter weiter drüben, kommt er hoffentlich demnächst an. Wo die Erdrakete aktuell ist, kann man eigentlich nur fühlen mit den Füßen. Wenn man draufsteigt, dann weiß man ungefähr, hier ist sie. Man hört es jetzt hier schon lauter. Jetzt ist der eine Herr von Deutsche Glasfaser am Graben nochmal zusätzlich am Kontrollieren, dass man sieht, wann sie kommt. Die müsste jetzt komisch demnächst kommen, da bröselt schon was. Kann es nicht mehr weit sein. Und jetzt muss der ganze Erdraketenkopf wieder nach hinten rausgezogen werden. Dann kann man danach dann das Glasfaserkabel einziehen und dann ist die Sache fertig. Jetzt ist diese sogenannte Erdrakete wieder heraus. Jetzt können wir uns die mal genau anschauen, wie lang die ist. Oh. 1,5 Meter lang, 5 cm Durchmesser ungefähr, schätze ich jetzt mal. Ja, Riesending. Ah, und jetzt geht es dann auf der drüberen Seite nochmal weiter. Bin ich gespannt. Jetzt hier eingesetzt wieder. Dann geht sie hier in Richtung des Lochs am Hauseingang und kommt hoffentlich genau an der richtigen Stelle an. Wirklich schon wieder mal schauen, demnächst wird sie wohl ankommen. Schon das Leerrohr fürs Glasfaserkabel zum späteren Einblasen. Jetzt dürfte es gleich soweit sein. So wie es ausschaut, bröckelt der Boden ja schon ganz gewaltig. Jetzt wird sie wieder rausgezogen, die Sonde, dann ist die Arbeit erledigt. Und jetzt ist alles schnell gegangen, jetzt ist auch schon das Kabel da. Das war jetzt keine Minute her, das habe ich jetzt leider übersehen zum Fotografieren. Schade. Liegt hier das Kabel drin. Bis vor. Dann kann vorne der Anschluss gemacht werden. Und hier ist auch schon der Hauptstrang der Glasfaser-Leerrohre für die Straße, an den dann mein Haus angeschlossen werden soll mit diesem vorbereiteten Leerrohr, das jetzt zum Carport geht und hier wird schon wieder zugegraben. Und hier wird jetzt dann demnächst das Loch von innen nach außen gebohrt, durch meine Hausmauer durch. Schauen wir mal, wann er hier mit dem Bohrer ankommt. Irgendwo müsste demnächst hier rauskommen. Ja, bei einer 60 cm dicken Mauer ist das alles nicht ganz einfach.
deshalb ist da auch ein sehr, sehr langer Bohrer erforderlich, damit man hier auch schräg bohren kann. Jetzt wird hier noch markiert, dass hier ein Glasfaserkabel drin liegt, bevor es hier wieder zugegraben wird, damit man das später auch weiß. Wenn ich überlege, dass das Ganze hier um 7:30 erst angefangen wurde zum Bauen, zum Bohren, Gehweg aufmachen und jetzt haben wir irgendwie kurz vor 9:30, dann ist es eigentlich schon recht flott gegangen. Jetzt ist der Bohrer angekommen, jetzt wird hier nur noch das Glasfaserkabel dann oder das Leerrohr dann hier eingezogen ins Haus und dann abgedichtet. Dann sind wir schon bald fertig. Hier am Carport ist inzwischen schon wieder alles in Ordnung. Sieht man gar nichts mehr, wie wenn da nichts gewesen wäre. Und vorne an der Straße wird noch angeschlossen. Dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. So, und inzwischen liegt hier das Leerrohr und wartet dann auf den Hausübergabepunkt, der dann demnächst hier angeschlossen wird. Wahrscheinlich nicht heute. Heute wird nur noch das Loch abgedichtet, denke ich. Und damit eben dann kein Wasser eindringt von außen. Das machen die auch fachgerecht. Und Dreck haben sie auch relativ wenig gemacht. Sie haben hier einen eigenen Staubsauger dabei gehabt. Kann man sagen, machen sie relativ gut. Und bei der Gelegenheit kann ich dann auch mal hier an meiner Hausmauer die Ausblühung in der Mauer des Mauerwerks auch reparieren demnächst bei den nächsten Tagen. Hier im Haus hat jetzt das Leerrohr für die Glasfaser noch eine Schutzhülse bekommen. Und jetzt ist hier an der Hausmauer auch schon wieder fast alles dicht. Und hier an der Straße ist inzwischen auch die Glasfaser zum Haus hin oder das Leerrohr zum Haus hin angeschlossen worden. Also hier in die Richtung zum Haus hin ist schon wieder fast alles in Ordnung. Und hier wird jetzt bloß noch demnächst auch wahrscheinlich dann zugeschüttet und verdichtet und alles fertig. Inzwischen haben wir 10.40 Uhr und Wunder, oh Wunder, die Gehwegplatten sind wieder drin. Hier ist also am Haus alles fertig und auch an der Straße vorne sieht man, dass jetzt schon nur noch die letzten Arbeiten gemacht werden. So, das war's von der Baustelle, von den Arbeiten der Deutsche Glasfaser für meinen Hausanschluss. Ich dachte, das dokumentiere ich mal, wenn sie schon bei mir vor der Haustür tätig sind, dann kann man das tatsächlich mal machen. Hier werden gerade die letzten Gehwegplatten eingesetzt und dann später noch verfugt. Und das Ganze ist jetzt sehr schnell gegangen, wenn ich überlege, 7:30 angefangen und jetzt ist es kurz nach 10:30. Also wirklich sehr flott ist das hier gelaufen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, hier zuzuschauen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auf meinem YouTube-Kanal wieder mal vorbeischauen würden.